Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir zeigen heute mal wieder ein Grundrezept und zwar, wie bereitet man toskanischen Palmkohl oder auch Schwarzwiederkohl zu. Das ist eine Grünkohlart, das ist auch die ihr in amerikanischen Rezepten unter Kale zu sehen bekommt. Der Hauptunterschied zu den norddeutschen Sorten ist einfach, dass der kein Frost braucht, wobei ganz moderne Sorten brauchen den auch nicht mehr. Er ist etwas milder im Geschmack und lässt sich vielfältiger zubereiten. Man kann ihn sowohl als Pesto sehr gut zubereiten, zu Pasta, Reis oder Kartoffeln. Schmeckt ja ganz wirklich gut. Ne? Erstmal waschen, grundsätzlich waschen und dann wird er im Prinzip genauso wie der norddeutsche, den ihr kennt, abgerappt. Das heißt, Finger hier rein und runterziehen. Geht am einfachsten, ne? Zack. Ja, schön rein. Zack, wenn was hängen bleibt, nachdrücken. So, entrappt regelrecht. Ne? Wie wenn ihr eine Johannisbeere entrappt im Prinzip. Oder? So. Die letzten kleinen Feinen, die könnt ihr einfach abdrehen. Die Stiele hier drin sind so zart, die können mitgekocht werden. So, so ein bisschen rudimentär, so sieht das denn hier aus. Zack. Mal zur Seite. Dann wird er geschnitten. Auch hier wieder. So. Nicht wie wild drauf rumhacken, sondern einfach schneiden. Feine Streifen. Stellen schon mal die Pfanne auf den Herd. Geben dort Butter, Margarine und fein gehackt, also Butter oder Margarine natürlich, fein gehackte Zwiebeln rein. So. Ein bisschen Platz auf dem Brett und dann geht es hier weiter. Die Gesamtmenge, die ich jetzt hier habe, sind 500 Gramm. Das sieht total viel aus, aber er geht natürlich auch rein. Nicht ganz so stark wie Spinat, aber halt auch gut. Ja, und das Gerippe wiegt ja auch einiges. Ihr seht, die Zwiebeln schön glasig dünsten. Und dann kommt der Grünkohl, Palmkohl, genauer gesagt. So, ist ja auch ein Grünkohlart. Na, nichts umkommen lassen. Er sollte nicht angebraten werden, er wird schnell bitter, muss man aufpassen. Man kann schon Chips von sowas auch machen, aber wirklich vorsichtig. Ne? Etwas Gemüsebrühe angießen, eine kräftige haben wir jetzt hier, sparen wir uns das Salz. So. Deckel drauf und dünsten lassen. Der toskanische Palmkohl hat jetzt 5 Minuten gedünstet. Das reicht auch, der darf ruhig ein bisschen Biss haben. Mögt ihr keinen Biss, lasst es nochmal 5 Minuten länger. Aber eigentlich gehört der so. Anders halt wie der norddeutsche Grünkohl, sage ich mal, oder der Oldenburger. Verfeinern, je nachdem wie es jetzt weitergeht. Muskat passt sehr gut rein, dann zu Kartoffeln. Wenn es zur Pasta oder Reis geht, dann Knoblauch. Schuss Weißwein, wenn es zur Pasta geht, passt auch sehr, sehr gut. Gehört auch in Italien häufig dazu. Und dann auch noch einen Schluck Olivenöl. Jetzt haben wir ihn erstmal ganz neutral zubereitet. Ihr könnt ihn zu allem weiterverarbeiten. Wir richten ihn einfach in der Schale an. Und so passt er einfach zu Kartoffeln zum Beispiel. Wirklich gut. Ja, was sind das jetzt aus 500 Gramm Rohgewicht? Sind das mal gerade, ne? Sind das 2 Portionen? Ne? Ich sag mal, eine Portion Hauptbeilage. Wenn es nur Kartoffeln dazu gibt, habt ihr noch einen Braten oder irgendwas anderes dazu. Dann ist es für 2 Personen. Gerade so, als Mittagsgericht. Im Rezept kommt nachher rein 400 Gramm Rohgewicht pro Person. Ich denke, das ist am realistischsten. Ist doch ganz schön Abwasser und Abfall mit dran. Okay, in dem Sinne, Bon Appetit wünsche ich euch, euer Biokoch.